Ja, moin. Willkommen zurück zu Tony Hawk Pro Skater 4, Part Nummer 12. Wir fangen jetzt weiter an mit den Zielen. Wir haben ja gestern noch von Rodney Mullen die Special, also das Profi-Ziel noch gemacht. Erstmal finden. Hammer Score 280.000. Schneller Score, 380.000. Haben wir die nächste Aufgabe auch schon fertig gemacht. Es müssen noch zwei Aufgaben noch frei sein. Wahnsinns-Score 440.000. Nein. Ah, das letzte Ziel haben wir auch hier. Super Score, 550.000. Naja.
Haben wir doch schon fertig. Super Score, super. Damit bin ich ja sehr zufrieden. Haben wir alle Aufgaben fertig. Jetzt kommt Eric Costens Aufgabe. Also Eric Costens Profiziel. Das werden wir jetzt mal versuchen. Eric Kosten. Start natürlich verbessern müssen wir. Tempo brauche ich auch. Drehung. Rail brauche ich. Fußwechsel, das brauche ich, das brauche ich. Handtime. Da haben wir soweit alles aufgewertet. Und dann gleich kommt die Aufgabe. Ich weiß schon, was es ist. Und zwar, ich muss Grind-Übergänge machen. Und zwar gleich 12 Grind-Übergänge muss ich machen, denke ich mal, wenn ich mich richtig erinnere. So. Gleich machen wir das. Haben wir den nächsten Skate dran fertig, soweit. Ich denke mal, wir müssen das hinbekommen irgendwie. Ja, das sind jetzt erstmal 7 Minuten 25. Noch eine Zeit habe ich ein bisschen. 15, so 20, 15 Minuten oder 20 Minuten im Part. So wie die anderen. Ja, und würde ich mal sagen, gehen wir es an, wa? Und zwar, deine Aufgabe müsste hier oben oder ich lag falsch. Ah, jetzt weiß ich, wo der ist, dieser Grind-Übergang. Ich muss hier hoch, muss ich. Da ist der. Ja, 12 Grind-Übergänge muss ich machen. Ah, am besten weiß ich, wo ich den mache. Und zwar direkt hier. Zwölf Übergänge fertig, abgeschlossen. Neuer Film, neuer Cheat. Jetzt machen wir zwei andere Skater, und zwar in Kona. Einmal Geoff Rowley und Andrew Reynolds. Andrew Reynolds machen wir erstmal. Statuspunkte verbessern. Alle auf jeden Fall Tempo, Drehung brauche ich auf jeden Fall. Fußwechsel auch. Ja, 9 Minuten 40. Unsere Zeit. Das geht eigentlich immer so weiter. Immer Profiziele, und das letzte Gebiet habe ich wieder die normalen Ziele alle, die ich euch später zeigen werde erst. Noselite, Lipslide, Crockett. Crockett. Dark Disaster, Hardflip, Latterflip, den brauchen wir. So. Versuchen wir jetzt erstmal den Profiziel von Andrew Reynolds hinzukriegen.
Ja, mal schauen, ob das gelingt. Also der ist gerade nicht einfach. Ich muss eine 900er Drehung machen, aber mit einem Special Trick, diesen Hardflip-Lutterflip. Da muss ich schauen, wie ich das mache, irgendwie am besten. Der ist hier. Ja, Hardflip, Lutterflip 900er. Ja, der wird nicht einfach werden. Knapp geschafft. Das Blöde ist, für die Aufgabe habe ich nur 30 Minuten Zeit. Ja, haben wir geschafft. Hat es doch funktioniert, so wie ich wollte. Super. Film. Little Person ist freigeschaltet. Also das ist so eine Art Clown. Dann machen wir jetzt mit ihnen die restlichen Ziele. Lipslight. Dark Disaster. Hammer Score 345.000. Reicht schon, wir haben überstanden. Haben wir auch schon geschafft. Mut. Crossbone. Da ist das nächste Ziel. Ja, fast 15 Minuten schon durch. Knallerscore 540.000. Ja, haben wir schon fertig. Da ist das nächste Ziel, was wir machen. Wahnsinnscore 530.000. Thank you.
Eine Minute habe ich noch Zeit. Haben wir auch geschafft, Wahnsinnscore. Eine fehlt noch. Super Score 650.000 machen wir hier. Bisschen abwarten, zack. So, haben wir auch fertig. Ja, ich würde mal sagen, ich beende den Part hier. Ich speichere eben und dann sehen wir uns im nächsten Part Nummer 13. Und da mache ich den Profi-Ziel von Geoff Rowley. Da sage ich mal, bis bald.